Hallo zusammen, heute machen wir dieses unglaublich gut aussehende Dutch Oven Boeuf Bourguignon. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Dieses Gericht steht schon sehr lange auf meiner To-Do-Liste und hat nochmal durch die Umsetzung in einer Kitchen Impossible Folge zusätzlichen Drive bekommen. Wir benötigen für dieses Rezept zuallererst einmal einen richtig schönen durchwachsenen Rindernacken. In dem Fall habe ich hier ein Stück von der Metzgerei Lotta, oberpfalzbeef.de. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann salzen wir das einmal ganz gut durch. Ich habe das hier in so eine kleine Form getan. Das geht natürlich auch mit einer größeren Schüssel. Und salzen es dann nochmal. Und danach ist es wichtig, dass wir das Fleisch mit Mehl bestäuben. So, auch das noch einmal so halbwegs durchmengen und dann können wir gleich auch schon Richtung Grill gehen, wo wir einen Anzündkamin mit Grillbriketts vorbereitet haben. Also ich habe jetzt keinen Dutch-Ofentisch oder sowas, aber die regelmäßig meine Dutch-Ofen-Videos gucken, die wissen, dass ich das in der Regel in meinem Brei vorbereite. Der hat eine sehr schöne Arbeitshöhe, das passt auch vom Film her und ja, es ist windgeschützt. Wir starten jetzt mit unserem 3 Liter Dutch Oven, das sollte mengenmäßig reichen, wird zwar knapp, aber es reicht, und geben einen ordentlichen Schwung Olivenöl rein. Das lassen wir kurz erhitzen und dann geben wir einmal die komplette Fleischmenge da rein. Es kann sein, dass es jetzt, wenn man das anbraten möchte, man nicht alles auf einmal reinbekommt, aber man kann das auch gut und gerne in zwei Fuhren erledigen. Ich habe das jetzt hier mal ein bisschen schneller gedreht, also wir lassen das einmal ordentlich anrösten. Wichtig ist, dass das Fleisch so einmal so ein bisschen Farbe bekommt. Und am Ende habe ich dann dank dem Mehl und dem Fleischsaft so einen richtig schönen Satz unten im Dutch Oven drinne, den ich dann auch benutzen kann, wenn ich die weiteren Zutaten hinzufüge. So, ich habe jetzt alles draußen und dann gebe ich unser Wurzelgemüse hinzu. Das ist im Prinzip Lauch, Möhren, Zwiebeln, man sieht auch so ein Stückchen Blumenkohl. Also ich habe hier im Prinzip so ein Suppengrünpaket genommen und das noch mit ein paar Möhren ergänzt. Wenn das dann auch ein bisschen Farbe bekommen hat, dann geben wir unser Fleisch obendrauf und zurück in den Dutch Oven. Hier sieht man dann schon auch, dass das ein klein bisschen knapp wird, aber mit ein bisschen Tetris-Erfahrung kriegt man das hin. Und wenn ich dann gleich unser Fleisch da so komplett drin habe, dann kommt ein entscheidender Moment. Dann geben wir nämlich einen Rotwein hinzu. Klassischerweise wird das bei Beef Bourguignon ein französischer trockener Wein sein aus dem Burgund. Und hier steht und fällt am Ende wirklich die Qualität der Soße auch mit der Qualität des Weines. Ich habe jetzt hier fast die komplette Flasche reingeschüttet und gebe dann noch so ein kleines Päckchen Rosmarin und Petersilie und ein paar Lorbeerblätter hinzu. Das Päckchen mit dem Rosmarin, der Petersilie und die Lorbeerblätter müssen natürlich am Ende wieder rausgenommen werden, bevor wir das Ganze servieren. Jetzt gebe ich oben ein paar Kohlen auf den Dutch Oven drauf. Und dann gibt es eine Kochzeit von insgesamt 4 bis 4,5 Stunden. So, ich habe jetzt hier schon mal einen kleinen Zwischenstand mal so zwischendurch. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, nach wie vielen Minuten oder nach wie vielen Stunden das war. Aber man merkt schon, dass das Ganze ein bisschen Farbe bekommt, dass die Flüssigkeit reduziert und so weiter und so fort. Das Ziel ist es, dass wir am Ende richtig schön zartes Rindfleisch haben mit einer tollen Rotweinsoße. Das Gericht bekommt am Ende noch ein Topping aus Bacon, Zwiebeln und Pilzen und hierfür habe ich hier so luftgetrocknete Pilze. Gut, wer in der Pilzsaison fleißig war und davon viele getrocknet hat. Und die lasse ich jetzt kurz in etwas Rotwein quellen. Das ist so der letzte Rest von dem Rotwein, der in der Flasche noch übrig war. Hier wieder ein kleiner Zwischenstand. So sieht das Ganze aus. Man merkt schon, dass die Idee mit meinem Päckchen, mit dem Zusammenbinden von Rosmarin und dem Petersilienstrauch nicht wirklich funktioniert hat. Aber egal, die können wir nachher trotzdem auch so raussortieren. Aber hier sieht man das schon. Es kann dann sein, dass man so nach 3, 3,5 Stunden nach langer Garzeit und natürlich auch nach der Hitze, die man braucht, um alles einmal ordentlich anzubraten, dann nochmal Kohlen nachlegen muss. Ich habe dann in der Zwischenzeit einen Anzündkamin vorbereitet, nochmal mit Briketts. So 6, 7 unten und so 12, 13 oben und dann geben wir noch einmal etwas Stoff und Temperatur in den Dutch Oven und lassen dann unser Gericht nochmal ein Stündchen bis anderthalb hier
vor sich hin köcheln. In der Zwischenzeit mache ich dann die letzten Vorbereitungen für unser Topping. In dem Fall brauche ich neben den in Rotwein eingeweichten Champignons dann auch noch einmal Bacon. Das hier ist auch Bacon von der Metzgerei Lotta, oberpfalzbeef.de. Also da kriegt man sowohl den Rindernacken als auch richtig, richtig coolen Bacon. Den schneide ich jetzt hier mal so grob in Streifen. Das muss jetzt nichts Filigranes sein an der Stelle. Und das legen wir dann kurz beiseite. Und wenn dann unser Dutch Ofen so einigermaßen fertig ist, das sieht jetzt schon nicht so schlecht aus. Ihr seht, wie viel Flüssigkeit wir insgesamt verloren haben, dass das Fleisch dunkler geworden ist, dass die Soße kräftiger geworden ist und es fängt auch langsam an, zart zu werden. Also das mache jetzt nochmal den Deckel drauf mit den restlichen Kohlen, die noch oben drauf sind und stell das dann mal beiseite. Und nutze dann die letzte Hitze der Briketts unten drunter, so nach einem Stündchen, für die gusseiserne Pfanne. Dann setzen wir die gusseiserne Pfanne drauf, packen die Baconstreifen da rein, lassen die einmal richtig schön angaren und dann kommen Perlzwiebeln hinzu und die in Rotwein eingeweichten getrockneten Champignons. So sieht es dann aus. Gucken, dass man nicht zu viel von der Flüssigkeit mit reingibt, sondern wirklich am Ende nur die Pilze, die ein bisschen was von der Flüssigkeit aufgesogen haben. Das ist jetzt nichts, was im Standardrezept so drin ist. Ich glaube, da nimmt man einfach ganz normale Pilze. Aber das ist natürlich hier so ein kleiner Clou, den ich noch hatte. Und zu Corona-Zeiten ist man ja froh, wenn man immer noch was hier so da hat. Ne? Und da war ich mit den getrockneten Pilzen wirklich auf der richtigen Seite. Ja, das Ganze lassen wir dann noch einmal an der Stelle in der Pfanne garen. Hier in der Zwischenzeit suche ich jetzt mal die Lorbeerblätter raus und ihr seht schon, wie geil zart das geworden ist und wie das auseinanderfällt. So, jetzt wird das Ganze natürlich auch serviert. Ich habe hier Kartoffelpüree vorbereitet. Kartoffelstampf passt da hervorragend zu. Geht aber auch Knödel oder was auch immer ihr an Beilagen cool findet. Jetzt habe ich hier eine richtig schöne Portion. Ihr seht, wie sämig die Soße ist und gebe noch einen Löffel drauf. Perlzwiebeln, Bacon und Pilze. Und das sieht in der Tat richtig, richtig lecker aus. Ich kann euch auch so viel schon vorweg sagen. Es ist richtig, richtig lecker. So, da ich das natürlich mittlerweile immer so mache, lasse ich mir das jetzt auch nicht nehmen und ich probiere das Ganze mal. Darf mich an der Stelle mal ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Hinterlasst mir noch einen Kommentar, wenn ihr das schon mal gemacht habt oder wenn ihr das cool findet. Gerne auch einen Daumen nach oben, falls ihr noch nicht Abonnent von 0 auf 15 Barbecue seid. Wäre es cool, wenn ihr das jetzt nachholen könntet. Ich habe auch noch viele andere coole Dutch Ofengerichte auf meinem Kanal. Schaut doch einfach mal da rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.